Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute gibt es ein kurzes Video und zwar möchte ich am Wochenende indisch kochen. Und ich habe mir auch einige Rezepte rausgesucht und in den beiden Rezepten, die ich mir rausgesucht habe, verwendet man Ghee. Ghee ist eine Form von Butterschmalz, die in Indien ganz, ganz oft verwendet wird. Und zwar hat das den Vorteil, dass diese geklärte Butter, es ist also geklärte Butter, hoch erhitzbar ist. Das könnt ihr also zum Frittieren nutzen, zum Einpinseln eurer Auflaufform von der Stoneware etc. Ja, und diese Ghee, man kann auch Butterschmalz kaufen, aber es ist nicht das Gleiche, weil Butterschmalz noch einen anderen Geschmack hat und dieses Ghee hat noch einen ganz intensiveren Geschmack, weil halt, ein anderes Verfahren halt da ist. Ja, und das möchte ich euch heute zeigen. Und zwar habe ich im Internet recherchiert und ganz, ganz viele Rezepte gefunden über Ghee. Es gibt also Rezepte, da wird es eine Stunde gekocht, dann gibt es Rezepte, da wird es eine halbe Stunde gekocht und wird auch stehen gelassen. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, ich suche mir halt das Beste raus, was mir gut gefällt und wandle es ab. Ja, und dann habe ich gesehen, dass in meinem Thermomix-Kochbuch die Aromen Indiens natürlich auch ein Ghee-Rezept vorhanden ist. Ja. Und hier wird einfach nur, ich zeige euch das mal kurz, 10 Minuten, so sieht das also aus, wird diese Butter 10 Minuten im Thermomix gekocht. Und ich habe mir gedacht, okay, relativ gelingsicher, ich mache das Rezept einfach im Thermomix. Ich habe das noch nie gemacht, also für mich ist das jetzt auch eine Premiere und ich bin sehr gespannt, wie das Ergebnis wird. Ja, also es ist ein ganz einfaches Rezept. Zutaten 250 Gramm Butter. Punkt. Mehr braucht ihr einfach nicht dafür. Ich habe auch schon Rezepte gesehen, wo man 500 Gramm nimmt. Also da ich jetzt nicht viel davon brauche in den beiden Rezepten, die ich machen möchte, reichen mir jetzt zum einen erstmal 250 Gramm Butter, also ein Päckchen. Ja, ich nehme euch ein bisschen mit und wie ich das jetzt mache, zeige ich euch. Ich habe jetzt inzwischen die Butter hier in Stücken in den Mixtopf gegeben. Die werden wir jetzt einmal erhitzen. Nach dem Erhitzen von 10 Minuten kommt die Butter durch einen Filter. Das heißt also, ihr könnt einen Kaffeefilter nehmen oder halt ein Sieb mit einem Küchenkrepp. Und dann wird die Butter hier in ein Glas gegeben. Also es läuft ja durch das Kaffeefilter in ein Glas. Ich habe jetzt hier ein Wegglas. Ihr könnt natürlich jedes andere Glas nutzen, was ihr verschrauben könnt. Ja. Jetzt fangen wir mal an. Butter drin. Ich werde jetzt aber allerdings mir diesen Spritzschutz hier mit drauf geben, weil hier steht nämlich jetzt nicht drin, ob man jetzt den Deckel da drauf lassen soll oder nicht. Ich mache den Deckel ab und lasse hier diesen Spritzschutz drauf. Das Ganze wird jetzt für 10 Minuten Varoma Stufe Rührlöffel. Also Varoma ist also die höchste Stufe und die Stufe Rührlöffel erhitzt. Ich bin sehr gespannt. Ja, nach den 10 Minuten hole ich euch nochmal dazu. Dann bleibt das nochmal 5 Minuten stehen zum Abkühlen und wird dann durch diesen Filter gegeben. So, die 5 Minuten Ruhezeit sind jetzt auch um. Ich zeige euch mal einmal, wie das aussieht. Also das kann man, glaube ich, gar nicht sehen. Das Wasser ist soweit verdampft. Das Milcheiweiß hat sich hier oben abgesetzt. Ja, und das ist ja auch das, was man eigentlich erreichen möchte, dass man halt nur das Fett der Butter hat. Ja, das gebe ich jetzt, könnt ihr das sehen? Ja, gebe ich jetzt einfach hier so nach und nach durch diesen Filter. Ich sehe gerade von der Menge ist mein Glas natürlich ein bisschen groß, aber das ist okay. Es soll ja auch eigentlich genutzt werden. Ich gebe das jetzt hier mal so durch. Ich muss das, glaube ich, in zweimal durchgeben. Also hier ist ganz klar zu sehen, wie sich das alles abgesetzt hat. Ja, es dauert jetzt auch eine Zeit lang, bis ich dann unten nur das klare Fett abgesetzt hat. Ja, und das wird jetzt dann erkalten und danach wird das Gefäß erst verschlossen. Ja. Wenn das jetzt soweit durchgelaufen ist, hole ich euch dann nochmal wieder und zeige euch dann nochmal, wie das aussieht im Glas.
Die Butter ist durch den Filter gelaufen. Ihr braucht da wirklich sehr, sehr lange Zeit für, weil es läuft sehr, sehr langsam durch den Filter. Aber das ist jetzt das, was im Endeffekt dabei herausgekommen ist. Einfach nur das Butterfett. Und ja, ich werde es jetzt am Wochenende testen. Ich brauche ja, wie gesagt, für das indische Gericht oder für die beiden indischen Gerichte einmal Ghee und ja, ich gucke, wie es ist. Ich werde aber euch noch mal erzählen, ob mir das gefallen hat oder nicht. Ich kenne ja das normale Butterschmalz, was ich so gekauft habe, und werde vielleicht auch noch die andere Variante im Thermomix machen, wo die Butter eine Stunde auf Varoma kocht. Und um einfach mal den Unterschied zu sehen von dem einen oder der anderen Variante. Ja, also es wird jetzt hart werden, beziehungsweise gut abkühlen. Dann werde ich das verschließen und in den Kühlschrank stellen. Eins noch, Ghee ist also immer cremig, also ist nie hart wie Butter, sondern bleibt auch immer so ein bisschen cremig. Das heißt, ihr könnt es gut dosieren. Und wie gesagt, auch zum Einpinseln für eure Stoneware nutzen oder für die Backform oder sonstiges. Ja, das war's heute von mir. Ein sehr kurzes Video, aber trotzdem, ich habe es wie gesagt noch nie ausprobiert mit dieser Ghee und wollte es einfach euch mal zeigen, wie das funktioniert und auch mal gucken, wie das Ergebnis wird. Ich werde euch das Ergebnis noch mal erzählen im nächsten Video und dann schauen wir mal, ob ich noch mal die andere Variante mache. Ich danke euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder ja, denkt man, Wochenende wird es dann werden, wenn ich es hochlade. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und wir sehen uns und vielen Dank fürs Zuschauen.